Heute sprechen wir über ein ernstes Thema, und zwar die Uiguren. Die Uiguren sind ein unterdrücktes Volk in China. Mehr nach dem Intro. Die Uiguren sind ein Volk, das sich zur Zeit des Osmanischen Reiches in China niedergelassen hat. Vor allem in der Stadt Xinjiang. Sie sprechen vor allem die sogenannte Turksprache, eine der türkischen Sprachen. Leider gibt es seit den 50er Jahren richtig festen Streit zwischen den Uiguren und dem chinesischen Staat. China schickt sogenannte Han-Chinesen in das Gebiet der Uiguren, damit sie sich die Uiguren integrieren und damit sie sich die Uiguren mit den Han-Chinesen vermischen sollen. So soll die Religion der Uiguren in den Hintergrund treten. Aber die Situation verschlimmert sich nur. Es gab immer mehr Streit zwischen den Uiguren und China. Die Chinesen und die Uiguren zerstörten gegenseitig ihr Gebiet. Und da das China nicht gefiel, steckten sie viele Uiguren in staatlich eingerichtete Freiheitsentzugzentren, um diese dort umzuerziehen. In diesen Zentren werden die Uiguren gefoltert und misshandelt. Man zwingt sie, den Islam zu verlassen und irgendwelche chinesische Statuen anzubeten. Gegen ihren Willen. China tut gegen außen so, als hätten sie kein Problem mit den Uiguren und als wären diese freiwillig in den Zentren. Andere Länder glauben das oder wagen nichts zu sagen, weil das Wirtschaften mit China für alle Länder sehr wichtig ist. Ich hoffe, wir haben euch mehr über das Thema beibringen können, informieren können und ja.